Genau, hier war die. Gucken wir mal. Ich mache die recht simpel. Okay. Ist die Frage dann, wo der Hebel hinkommt? Oh, GZ. Danke. Wo könnte der Knopf hin, wo er versteckt genug ist? Ich will ihn ja nicht zu schwierig machen, weißt du, wenn ich ihn jetzt hier vorne in den Anfangsbereich irgendwo reinsetze, dann wäre das zu heftig. Soll schon in der Nähe sein. Und wie willst du das machen? Du könntest zum Beispiel... nur mal was testen. Ich weiß, dass man ihn dann da gut sieht, aber ob es überhaupt funktioniert. So. Huch, was zum... Hä? Wo sind denn die... Die Pistons hin? Die... Hä? Warum klebt das denn nicht dran? Eine Blöcke. So, keine Blöcke in dem Sinne, oder? Ach, das kann man nicht verschieben? Nö. Mach nochmal, auf. Mach's jetzt nochmal. Das heißt, wir könnten... schwierig. So unauffällig. Was fällt denn wenig auf? Gute Frage. Ja, es ist halt schwierig, weil es fällt ja eigentlich im Endeffekt... Ich habe eine Idee, was nicht alles auffällt. Aber hier haben wir ja außen überall diese Säulen. Jetzt kann man da doch eigentlich auch eine Säule hinmachen. Dass man sagt... So, dann denken wir, das ist ein Randstück. Könnte... funktionieren. Ah. Mhm. Sehr gut. Aber der Hebel ist einfach zu offensichtlich. Aber warte mal, man kommt von hier hinten. Geht dann hier rein und sieht noch so. Und dann sieht man den direkt, weißt du? Der Hebel muss jetzt noch ein bisschen versteckt sein. Und zwar. Da. Oder findest du es nicht gut genug versteckt? Doch, ist gut versteckt.
Okay. Es soll auch nur so ein kleines Hindernis sein, dass man zumindest mal kurz nachdenkt. Okay, hat man das? So, die Zeit noch, nochmal kurz den Kies hier reinsetzen. Ah, du bist gerade dabei. Okay, dann komme ich mal. Dann komme ich vom Au. Wo ist denn der Ausgang? Ach, da ist der Ausgang. Machen wir den Ausgang nochmal breiter. So. Uch, da bist du ja schon. Okay, wo fehlt's denn noch da hinten? Da. Hep. Und dann kannst du mir mal auch deine Vorstellungen zeigen, wie man das Licht macht. Also sonst zeige ich dir auf jeden Fall mal, was ich vorhabe. Ich wollte halt sowas machen wie so am Rand, dann dass man teilweise sagt, man macht halt wie solche. Ja, entweder macht man noch mehr Säulen rein zur Verwirrung und dann an die Säulen jeweils oben drauf immer diese solche Leuchtelampen. Das ist die eine Alternative. Also. Ich glaube, wenn man so Säulen reinmacht, fände ich auch nicht schlecht, wenn da Fackeln dranhängen. Ja, ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Da kann man nämlich auch hier hinten das dann nämlich sehr, sehr gut abdecken. Indem wir einfach hier vorne außen dran eine Fackel packen. Dann sieht das nämlich so überhaupt nicht unpassend aus. Dann machen wir einfach ein paar Säulen rein und setzen an die Fackeln, genau. Verdammt, ich habe immer zu viele Sachen immer weg. Nein. Manchmal zu wenig. So, übrigens habe ich mich dagegen entschieden, dass wir in das Labyrinth Waffen einbauen. Also man soll keine Waffe finden, um den anderen dann umzubringen. Nee. Okay. Sieht aber fertig aus jetzt. Also das heißt, jetzt können wir nur noch die Säulen machen. Dass wir halt so ein bisschen dafür sorgen, dass es dann heller wird da drin. Und dann geht's. Aber ich würde sagen, das machen wir dann mal später. Dass wir jetzt erstmal gucken, dass wir den Weg generell dann weiterführen. Dann soll es hier reingehen. Genau. Okay. Also von einem hellen Glaslabyrinth. Wir haben ein dunkles und jetzt ein helles. Moment, hier ist auch gerade noch ein Ausgang. Kann man schon auch machen. Du siehst, ich habe da hinten schon einen Aufgang gemacht. Das siehst du besser halt nicht. Der ist hier irgendwo. Hier. Hier geht es quasi dann schon in die nächste höhere Ebene. Das ist schon auch schon ab. Kannst du nämlich zum Beispiel unten, dann möchtest du dich so ein bisschen an dem Glaslabyrinth schon mal austun, wenn ich hier oben ein bisschen mehr Platz mache. Mhm. Eben jetzt die einen Blöcke weg, jetzt hingesetzt, jetzt wieder die anderen Blöcke wegmachen. Mensch, das hier hat man echt viel mit Blöcken zu tun. Willkommen im Minecraft. Ja, im 1.9er werden wir übrigens dann bestimmt mal wieder auch sowas Pferdemäßiges bauen. Und die Kathi hat sogar gesagt, dass sie dann auch mal wieder dabei ist. Beim Survival. Zwar nicht regelmäßig, aber wenn es dann darum geht, Pferde zu suchen oder so. Oh mein Gott, hier ist Wasser eingebrochen. Na toll. So, toll, jetzt irgendwo über uns ist irgendwo Wasser.
Ah, Gegenwind. Echt. Na toll. Bisschen viel Wasser. Das wird jetzt hier noch ein Spaß werden, weil immer wieder Wasser einbricht, weil über mir anscheinend Wasser ist. Was denn? Ich war gerade auch Wasser unten. Ja, ja, das kommt ja auch dann teilweise mal zu dir runter, zumindest kurzfristig. Immer wenn ich mal wieder eine Decke aufreiße dadurch. Hält mich natürlich immer noch mal ein bisschen mehr auf. Und mit einer Fackel generell durch das Labyrinth laufen, funktioniert alleine deswegen nicht, weil nicht alle hier einen Shader dann drauf haben. Damit würden sie nicht den Lichteffekt davon nutzen können. Wenn ich der Jenny jetzt eine Fackel in die Hand drücke, bringt das hier gar nichts. Nö, nicht wirklich. Also, dass du eine Fackel hast, die dir aber keine Lichtquelle spendet. Jetzt habe ich es aber auch bald hier in den Bereich oben. Nein. So denn? Ja, ich kann nichts dafür, über mir ist Wasser. Mal kurz wundern, was du so machst. Oh, ich sehe schon. Oh. Direkt das erste, was ich aufhabe, wieder direkt Wasser drin. Aber es geht, also so oft habe ich jetzt dann noch keinen Einbruch. Ich bin echt gespannt, was dann mit 1.9 alles komplett da ist. Bitte spoilert mich da noch nicht, ich möchte das so ein bisschen selber erkunden dann. Ach Gott, ich kann das gerade echt nicht mehr sehen. Ich bin so froh, wenn hier oben alles raus ist von den Blöcken. Und wird man auch verrückt mit dem ganzen Glas. Ja, es ist halt, wenn du wirklich hier die ganze Zeit dasselbe machst, dann denkst du noch so, oh mein Gott, das endet nie. Und dann oben ist es zu Ende und denkst du so, wow, bin ich gut. Oder so ähnlich. In einem Bereich habe ich jetzt gleich. Nein. So. Oh Gott. So, endlich mal wieder ein bisschen mehr Platz hier. Puh. Nächstes Mal bauen wir das überirdisch. Oder imaginär. Also, denk dir hier ein Labyrinth. Verhalte dich so, als wäre hier ein Labyrinth. Wo bin ich? Sehr authentisch. Ja. Ich hoffe, jeder muss einfach so rumlaufen, wer am besten nachmacht, dass hier ein Labyrinth ist und trotzdem als erster ins Ziel kommt, der hat gewonnen. Ich bin fertig. Erstmal zumindest hier
Jetzt tue ich so, als wäre ich ja mal ein Labyrinth. Oh mein Gott, ich komme nicht mehr weiter und oh, oh nein, Hilfe. So, sehr gut gemacht. Oh, hier oben habe ich sogar noch eine wunderschöne Terrasse. Ah, mit einem Blick auf meinen Kopf. Gut, damit beenden wir die Folge aber auch dann für heute und sehen uns dann erstmal beim nächsten Mal wieder. Also, ciao, ciao. Tschüss.